Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Caliber von Kalle, den Ultramapper. Ja, und jetzt Kalle, by the way, so, wir wollen eben den hier nur abtanken fix. Wenn wir es denn hinkriegen. Dass der hier weitermachen kann. Wir müssen Maschinen kaufen. Wir haben gerade nichts anderes zu tun. Ja, morgen ist... Ne, heute ist dann wohl Stream, ne? Ja, ist Sonntagsfolge. Dann streamen wir ja. Der Kolleberg. Das ist leer. So war ja der Plan. Das müssen wir dann auch irgendwie hinkriegen. Obwohl ich echt... Ich bin ja auch ganz ehrlich... über ein eigenständiges Stream-Projekt nachdenke. Wisst ihr, so ein Projekt, wo man nicht nachgucken muss, mit Folgen und so, sondern einfach sagt, hier streamen wir, dann machst du an, wenn du Bock hast, dann streamst du. Würde mir schon auch so ein bisschen in den Kram passen, ich bin ja ganz ehrlich. Hätte ich schon richtig Bock drauf. So bist du doch immer am Gucken. Passt das mit den Folgen? Passt das hier? Passt das da? Ne? Das hätten wir doch nicht, ne? Sagen wir, wie es ist. Muss ich mir nochmal... Ich werde euch auch nochmal fragen. Bei mir schwebt so ein bisschen die Ostseeküste im Kopf rum. Ich habe da irgendwie... Ja, ich habe die immer im Hinterkopf, die Ostseeküste. Und wenn wir daraus ein Streaming-Projekt machen... wäre das schon cool, ne? So mit 0 Euro da starten und dann Gas geben, hätte ich ja richtig Bock drauf auf die Ostseeküste. Weil wenn Terra Live kommt, dann werde ich es auf jeden Fall wieder, also auf jeden Fall spielen, ne? Aber ich hätte da echt Bock drauf auf die Ostseeküste. Wirklich so ein Streaming-Projekt, wo wir nur drauf streamen. Keine Videos, nix, wo du sagen kannst, so nachmittags so, ich habe noch eine Stunde Bock, ich schmeiß das Ding an und dann macht man da was. Sowas fehlt mir. Persönlich, ja. Aber wirklich, wo keine einzige Folge von kommt, sondern wo man wirklich sagen kann, so wie Mug der Streams. Nichts anderes, nur Stream. Und wie gesagt, mir persönlich wird die Ostseeküste da echt im Kopf rumschwimmen, weil die einfach cool ist. Da kannst du mal 2 Stunden dreschen oder fließt mal 1 Stunde oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht oder so, aber so ein Streaming-Projekt wäre schon cool. Muss natürlich auch eine Karte sein, die dich anspricht. Und die Ostseeküste, da kannst du echt was raus machen, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Deswegen hätte ich das schon Böcke drauf. Aber das könnt ihr ja auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich frage jetzt öfters in den Videos... mal so nach, weil man ja auch mal Informationen braucht. 1500? Weil ohne Informationen ist es halt doof, ne? Versteht ihr ja auch, oder? Das war aber teuer. Richtig? Richtig. So, wie gesagt, heute ist noch Maschinen kaufen. Drescher fährt ja. Den haben wir ja gerade noch abgetankt, dass der da unseren Weizenschlag weiter voranbringt, ne? Wir wollen so ein bisschen noch den Hof fertig bauen, deswegen müssen wir Maschinen kaufen. Damit wir ungefähr sehen, was haben wir noch an Talers zur Verfügung, was können wir uns da leisten. So ist zumindest gerade mein Plan. So, wir werden diesmal mit dieser arbeiten. Aus dem ganz einfachen Grund, da ist eine Scheibenegge mit dran, die können wir absatteln. Und wir können direkt Saat machen. Ja, ist schon wichtig, dass wir das haben. Dann haben wir diese Maschinen schon, ne? Ballenwickel und Presse haben wir. Wir arbeiten mit Silageballen, habe ich gesagt, ne? Silage und Heuballen. Ja, für die Schafe wird halt ein Problem, ne? Nee, aber deswegen jetzt schon wieder kleine HD-Ballen machen. Ja, wenn, dann schmeißen wir die auf den Wagen. Und mein Fernseher ist ausgegangen, okay. Okay, das haben wir, ne? Düngerstreuer, Spritze brauchen wir noch. Sehr wichtig. Eine Walze brauchen wir auch noch. Wir nehmen die. Die ist okay, kaufen.
Düngerstreuer. Gibt's hier? Du kannst auch beides, du kannst nur das. Du kannst beides. Ah, 42 Meter Arbeitsbreite ist einfach zu viel. 24 Meter, ja, dann müssen wir den kaufen. Den brauchen wir aber mit Aufbau. Ich hätte ihn aber auch gerne mal in einer anderen Farbe. So. So kaufen wir den. 1000 Liter, ja, ist mit Kalk ist das auch nichts, aber. Ja, wir wollen auch nicht zu groß werden, ne? Pflanzenschutz. Schwebt mir die vor. Kaufen wir. Kaufen. Dann bringen wir das erstmal alles wieder zum Hof, ne? Weil hier bestimmt alles voll steht. Gewicht passt. Schlepper zieht die locker. Hoffe ich. Zieht die locker! Nicht. Weiß ich nicht mehr. Deswegen müssen wir gucken. Wieso haben wir eine Kombi? Warum jetzt nicht extra einen Grubber kaufen? Wir können auch mit der Scheibenmäge arbeiten, ne? Und wir können Direktsaat machen. Mit Precision Farming. Immer so eine Sache sollte man machen. Richtig? Richtig. Perfekto. Nur noch 271.000, ey. Wir brauchen noch mehr Werke. Wender und Schwader, ne? Dann haben wir es alle. Richtig? Ladewagen brauchen wir nicht. Oder wir kaufen so einen kleinen alten Ladewagen. Ne, wir haben noch keinen Futtermischer und auch keinen Einstreuer, ne? Fehlt auch noch. Dann werden wahrscheinlich 100.000 überbleiben, wenn wir Glück haben. Dann müssen wir den Rest vom Hof noch mitbauen. Dann sind wir wieder mächtig pleite, so wie immer. Neues hier auf dem Kanal. Oh. Sieht er noch was? Ich sehe gar nichts. Soll hier rein. Sicher. Boah, das sehe gar nicht. Ist uncool, wenn du nichts siehst, ne? Oh, wir können die Kamera wieder nicht verstellen. Danke dafür. So, das Gewicht können wir eben abbinden, weil das brauchen wir gerade nicht, ne? Das stellen wir eben hier hin. Guck mal, haben wir das nämlich auch erledigt. Rückwärtsgang reingeklappt. Dann machen wir eben ein Bild. Sicher ist sicher, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Man kennt's bei Svenny, ne? Ja. Druck! Von Kolle den Ultramapper ist diese Map. Habe ich das erwähnt? Ja, ich glaube wohl, ne? Weiß eigentlich jeder, dass Kolle the best Mapper ever ist. Ich bedenke, mit kleines Land oder wie er den, die Idee auf dem Drei-Sternen-Hof hat er das, glaube ich, umgebaut damals, ne? Für Diego. Da hat Kalle, glaube ich, mit angefangen zu mappen. Und ich habe mal in seiner Story gelesen, als er die noch gemacht hat. Der hat auch damals heute Mappenhof umgebaut. Richtig, Kalle? Ja, ne? Und dann guckt man, was der jetzt rauskommt hier immer. Unglaublich. Und dann sagt er, der ist kein Ultramapper. Dann sagt er zu mir, er sieht sich noch als Anfänger. Wo denn? Verstehe ich nicht. Muss auch sein, weil ich behindert bin in der Biene, aber. Nee, ich finde Kalle macht er. Top Job! Das ist zumindest meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde. Er nimmt immer auf die Konsolen Rücksicht, macht immer mit für die Konsole, dies, das, jenes. Ihr könnt auch sagen.
Chitrup, ich will eine Map mit allen möglichen Primborium, deswegen nicht Konsole. Nee, nehmt ihr immer Rücksicht drauf und macht das. Ne? Unglaublich. Muss man ja nahtlos anerkennen, ne? So. Ich glaube, ich habe mein Videoprogramm fürs Wochenende dann fertig. Schön. Muss ich nur hochladen, ne? Ja, ja. Ich hoffe, wir starten morgen auf dem Samstag in der Mitte eine Runde im Wilden Westen. Aber morgen ist auch Fußball, ne? Schalke-Spiel morgen. Schwierig. Ich weiß gar nicht, wann dieses Wochenende Dresden spielt. Aber wisst ihr das? Obwohl, dann ist das wahrscheinlich schon gewesen, wenn ich jetzt frage. Schalke spielt Samstagmittag. Gegen Klopp! Nicht schlecht, wer? Wie ist denn Tabellenerster in der zweiten Liga? Momentaufnahme, ne? Dies Jahr können wir sehen, willst du Schalke sehen, muss Tabelle drehen. Kommt bestimmt, weil ich den Lappen im Garten wieder aufgehangen habe. Kannst du stark von ausgehen. Deswegen muckt er wieder wert. Vorher war da ja gar nichts mehr mit los. Also froh sein, dass er noch überhaupt einfühlt. Muss man auch ganz ehrlich sagen, ist immer noch nichts mit los. Kann froh sein, dass sie noch in der Liga sind. Wenn du nach Tallas gehst, ist das nämlich nicht schicki fein. Muss man sich nichts vormachen. Wenn sich da nicht bald was ändert. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, sie sind vernünftig geworden. Die Ansprüche sind dies Jahr nicht sofort wieder aufzusteigen, sondern erstmal vernünftig Fuß zu fassen und den Club mit dem Verein wieder aufzubauen. Richtig gut. Das auf Schalke-Verhältnissen musste ja echt schmunzeln und mal einen Applaus klatschen. Lieber erstmal in der zweiten Liga eine Mannschaft wieder vernünftig aufbauen. Der Manu wird es mir genauso wahrscheinlich denken, oder Manu? Vernünftige Saison machen. So ein Klönterkram, der. Abfahren. Wir müssen, glaube ich, auch einen Drescher wieder abtanken. Komm, wir fahren den Fiat eben noch rüber. Ich würde ganz gerne dieses Maschinengekauf für diese Folge nur abschließen. Dass wir im Stream den Hof noch zu Ende bauen können zwischendurch. Das wäre echt cool. Sonntag streamen wir nämlich Caliber. Weil Offlum habe ich jetzt ein paar Folgen schon fertig gemacht. Ne? Deutschland ist auch fertig soweit schon mal für nächste Wochenteil. Wie gesagt, es sollen 32 Grad werden, dann bin ich bestimmt damit jetzt nicht hier in dieser Maschine. Deswegen vorher machen. Nicht immer meckern, Svenny. Doch, meckern muss sein. Wenn ich am Meckern bin, bin ich gesund. Wenn ich gar nichts mehr sehe, dann muss man sich tierische Gedanken machen. Entweder die Füße in der Hand nehmen oder... Ich bin krank. Eins von beiden. Ich will mal Guido nach vorne. Guido war... Der konnte das ab, ne? Wenn ich mopperlig war und richtig mopperlig war, hat er einen Stahlhelm aufgesetzt und dann war der nicht egal. Ja, egal war ihm das dann nicht, aber der hat dann einen Stahlhelm aufgesetzt. Der Einzige, der das wirklich noch ab kann, ist Marian, ne? Das schätze ich an Marian. Da darf ich auch mal auszusehen rummoppern. Ohne, dass er mir das direkt krumm nimmt. Mir tut das dann zwar sofort leid, wenn ich rummopper. Weil das eigentlich nicht meine Intention ist. Aber der nimmt mir das nicht sofort krumm, wenn ich schlechte Tage habe und mal auszusehen rummopper. So, ich weiß nicht, welches war das? Das hier war das, ne? Das hier kaufen wir. So, oder so ein kleines Front. Du kostest 15.000, kostest du gleich. 13.500, dann kaufen wir das hier. So, wir brauchen noch einen Wender. Wenn der...
Der reicht eigentlich, oder? Wir kaufen den hier. Ich hätte mich zwar wieder in den Hintern beißen, aber ist jetzt egal, wir haben nicht so viel Kohle. Schwadern. Schwader hat man noch nicht wirklich Ausfall, ne? Meter nur, ne? Wie viel hast du? 3,4 nur. Du hast 4,7 und du 4,7. Kaufen wir den. Kaufen. Dann müssen wir laut Adam Riese und Eva Zweig alle Maschinen zusammen haben, oder? Mulcher Flug. Grubber. Saattechnik. Walze, Spritze, Düngersteuer, Mähwerk. Winde, Presse, Wickler. Fehlt nur was? Bollenwagen haben wir auch, ne? Laut Adam Riese und Eva Zweig müssten wir alle Maschinen haben. Eine Maislege bräuchten wir noch. Ne, brauchten wir nicht. Ja, nur wenn wir Schweine machen, ne? Ne, wir haben noch nicht alle Maschinen zusammen. Ja, das ist alles immer so teuer. Und wir müssen schon aus so einem Mischwagen gehen. Wie viel hast du? 17 Kubik. Wir müssen den kaufen. Wir haben große Heuballen mit Silage. Ja, wir müssen den kaufen. Auch wenn er nicht zum Hof passt. Ist da noch Platz? Ja, jetzt ist vorbei mit Platz. Wie viel noch? Ein Einstreuer und dann haben wir es, liebe Leute. Ich sage aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Denn wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.